So, check, 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 checken, super check, check nochmal, check nochmal, check, 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 check ich nochmal, yeah. Dritter Check, ich laufe herum, welchen dritten Check, warum eine halbe FPS-Rate habe, yeah, dritter Check. Wegen neuem Mikro. So, ich schätze, so können wir aufnehmen. So, ich begrüße euch herzlich zu Mighty Magic 7, den Spiel, wo es noch keine richtigen 3D-Grafiken gab, außer diese komischen matschigen Texturen. Ja, ich weiß, ihr freut euch alle genauso wie ich darüber, dass wir dieses Spiel mal wieder ein bisschen spielen. Ja, ich habe mir jetzt für meine Aufnahme mir nochmal ein neues Mikro zugelegt. Einfach, weiß nicht, ist es bassvoller, ist es, man kann mich damit besser, noch ein bisschen besser verstehen, es rauscht nicht zu sehr. Und allgemein habe ich keine so starke Rückkopplung dabei. Das ist das praktisch an dem Mikrofon, weshalb ich das jetzt öfter auch benutze. Schon warst du auf wie mein anderes Mikrofon, das ist echt merkwürdig. Und ja, das war auch nicht gerade billig, aber naja, es ist halt sein Geld wert. Mir ist das Let's Play viel wert, ist es mir viel wert, dass ihr da alles gut verstehen könnt. Von daher macht mir das alles nichts aus. Also ich mache das gerne für euch. Ja, jetzt habe ich die Frage, jetzt bin ich den Weg einmal hochgelaufen. Und das nur, das alles nur, damit ich ihn wieder runterlaufen kann. Ja, also meine Gesundheit, falls sich da noch jemand interessiert, mir geht's wieder gut. Ich habe keine Probleme mit meiner Gesundheit. Ist alles soweit okay mit mir wieder. Ich habe nur ganz leicht, ganz leichten Reizhusten und das war's. Alles andere ist super okay bei mir. Und, ja, wer das den letzten Part gesehen hat von Mighty Magic 7, der weiß auch, dass ich in die Beschreibung was geschrieben habe. Und zwar, dass mit dem Priester werden. Das hat sich jetzt erledigt. Ich habe jetzt, ich weiß jetzt, wie ich da rankomme, wie ich Priester werde. Und ja, und weil ich weiß, wie ich das werde, dachte ich, wir drehen das Ganze mal ein bisschen um. Und ich gehe zuerst an den Questort und dann hole ich mir erst die Quest ab. Ja, die Quest, wo ich die bekomme, das ist ein ganz, ganz... Ich habe es total vergessen. Es ist ein total merkwürdiger Ort, wo man es eigentlich nicht so an sich erwartet hätte. Aber genau, da müssen wir da hingehen. So, und jetzt muss ich überlegen, wie komme ich hier rüber? Ich kann nur hoffen, dass mich dieses komische Schiff dorthin bringen kann. Und wenn nicht, dann habe ich halt ein kleines Problemchen. Denn dann muss ich mir einen Zauber zulegen, den ich bis jetzt noch nicht besitze. Sehr interessante Wasser-Soundgeräusche, während ich auf den Dingsbus rumlaufe. Ich schlafe mal ein bisschen auf dem Schiff und warte auf den nächsten Tag. Auch das ist aber ärgerlich. Nochmal rein. Ahoi, willkommen an Bord. Okay, nicht so wichtig. Wir leben immer noch. Alter, wie viel halten wir denn aus? Ahoi! Wie komm an Bord! Okay. Okay, nicht durchdrehen. Es ist nur dieses Spiel. Mehr ist es nicht. So, wo gehe ich hin? Ich habe keine Ahnung. Ich könnte jetzt verschiedene Richtungen einschlagen. Ich kann, am wichtigsten ist es eigentlich, ja, dass ich eine bestimmte Sache finde. Nur wo? Wo lerne ich das am schnellsten? Ich habe eine Idee. Ich muss nach Harmondale. Ja, ich muss mir das jetzt umständlich machen. Einfach aus dem Grund, weil ich einen bestimmten Zauber noch nicht besitze, bin ich mir sehr sicher. Ja, ich besitze ihn noch nicht. Na, wer hat schon herausgefunden, welchen Zauber ich brauche? Wer hat meine letzten Bewegungen gut miterwollt? Ihr wollt reisen? Ja gut, dann gehen wir nach Deja. Wisst ihr was? Wir drehen das doch nicht um. Dann gehen wir halt erst nach Deja. Zombies! Die Musik hier ist einzigartig. Ich werde an der Stelle nochmal erwähnen. Nein, die Musik hier ist wirklich einzigartig. Warum, werdet ihr gleich noch bemerken. Weil wir Jakomet spielen können. Haben wir auch gar nicht mehr so lange gemacht, ne? Oh Mann, ey. 25er Turm und 10er Mauer. Das Spiel ist ein Turm, Ziel ist von 75 oder eine Ressource von 200. Heißt, nicht ganz so kompliziert der Spielverlauf diesmal. Und wir können diesmal schon ganz viele Karten ausspielen, ohne dass irgendwas passiert. Jo, machen wir das auch gleich, ne? So, machen wir das, machen wir das. Ja, ich mache hier gleich schon richtig Radau und ich finde es immer geil, wie Jakomet immer derbe laut wird. Gib mir erstmal sehr viele Ressourcen. Sehr wichtig, dass ich erstmal schöne Ressourcen bekomme. Ja, das wird eine lustige Runde hier. Ich sehe das jetzt schon. Erstmal unsere ganzen Ressourcen hochpushen. Okay, ich brauche Ressourcen. Habe ich mehr Magie als er? Nee, dann mache ich nicht mehr Schaden. Okay, dann, Steinbruch? Nein. Werwolf, klappen! Ich klopfe ihn einfach ein bisschen. Und dann. Oh, er versucht sie wieder ins Spiel zurückzuholen. Ja, das macht er sogar sehr gut. Ich mache meine Mauer ein bisschen höher. Oh, klopp dich! So, geklopft. Ich klopfe ihn ziemlich gut, muss ich dazu sagen. Mach mal Turm größer und klopp ihn noch mehr. Kloppen. Na, ich habe noch keinen Sieg durch Kloppen bekommen. Kann das sein? Ich meine, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich meinen Gegner tot gekloppt habe. Und daher, vielleicht ist das mal ein lustiger Weg, das mal zu zeigen. Aber ich sehe das halt nicht wirklich kommen.
Okay. Dann klopfen wir einfach weiter. Ich muss ja irgendwas ausdenken. Ich könnte den Drachen benutzen. Na, schauen wir mal. Bis jetzt habe ich den Ressourcenvorteil. Muss man einfach an der Stelle sagen. Und daher. Okay, er zieht sich hoch. Ziemlich mit hoch. Ich mache einfach ein Vestarium. Einfach mal so drüber nachgedacht im Vestarium. Das lohnt sich ja erst nach 3 Runden, aber. Naja, ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht, was ich gerade denke. Aber erst nach 3 Runden würde sich so ein Bestarium dann wirklich lohnen, wenn ich mir 2 dazu mache, weil es hat ja immerhin 7 gekostet. Also, ja, lohnt sich eigentlich erst dann nach 4 Runden, wenn man das mathematisch berechnet. Aber es muss ja nun mal sein, ne? Irgendwie müssen wir ja an mehr Ressourcen rankommen. Und daher muss man da schon sorgfältig am Anfang des Spiels planen. Drachen! Plopp! Und ja, er will einfach Magie haben, ist so magiesüchtig, der Typ. Mach einfach den, ja, ist mir scheißegal, wie wenig Energie ich habe, ich muss mehr haben. Ja, dafür sorgen, dass er keine Dingsbumse bauen kann, keine Turmteile. Denn, beziehungsweise Mauerteile, das geht ja, das Gerote, habe ich euch ja erklärt, ist zum wichtigsten Teil dafür da, dass ihr eure Mauer wieder aufbauen könnt. Aber wie es aussieht, müssen wir uns dann gar keine Sorgen machen. Weil wir gewinnen hier gleich durch Turmsieg. Außer wenn uns hier jetzt weiter so runterkloppt, dann natürlich nicht. Aber ich klopp ihn einfach mit runter. Hat er davon. Klopp ihn einfach derbe, ey. Klopp ihn so derbe kaputt. So, was ziehen wir weg? Das machen wir weg. Und da mache ich mal ein bisschen Randalen mit. Oh, jetzt habe ich mir selber Schaden gemacht. Mann, was bin ich für ein Idiot? Egal. 4 Karten einfach mal so schnell gespielt. Und weiter hoch in den Turm. Er versucht sich irgendwie an Vestarien ranzumachen. Ich ziehe meine Mauer hoch. Ja, das wird lustig. Klopp! Klopp ihn doch wieder ein bisschen. Geil, richtig derbe gekloppt, ey. Okay. Wir könnten ein bisschen Magie. Nee, wir versuchen jetzt erstmal irgendwie unseren Turm wieder zu bekommen. Wir haben einen Amethysten, den könnte ich einsetzen. Da habe ich jetzt irgendwas mal zum Hochziehen. Aber wenn das hier so weitergeht, dann habe ich hier echt ein Problem. So. Im Sinne von Problem meine ich damit, weil er kann sich hochziehen und ich nicht. Das ist wirklich ein Problem. Magie. Mehr Magie haben. Oh, ich mach den nur, ich muss die einsetzen. Mehr Turm. Mehr Turm, er macht auch den Mehrturm. Dann mache ich den Klopper. Geil, der Klopper hat richtig was gemacht. Oh Gott! Und er geht einfach so einen Drachen in den Arsch geschoben. Ich fass es nicht. Ist das unfair gewesen? Okay, wir müssen gleich noch eine Runde spielen. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass er sich einfach einen Drachen aus dem Arsch schiebt und dann meint, ich hab den Mann, geil, ich bin so süchtig. Oh Mann, das gibt's doch alles nicht. Ja, nimm das, du Arsch. Ich muss überlegen. Einfach wieder Schaden machen. Einfach runterkloppen. Den Typ einfach kloppen. So. Selber mich auch ein bisschen hochziehen. Jetzt habe ich natürlich gar nichts. Ich krieg ja auch keine Ressourcendinger. Ich krieg ja nichts, womit ich neue Ressourcen bekomme. Ich habe ja einfach nur Kloppkarten hier gerade. Na gut. Die sollen recht sein. Dann tue ich einfach auch mein Bestes. Und ja, wir verlieren alle Kreaturen. Ja, das ist natürlich echt das Beste, was mir jetzt passieren kann. Ey. Wirklich. Das ist eine ganz tolle Taktik gerade. Magie. Magie kriegen ist schön. Und er kriegt auch einfach mehr Karten. Ah, das gefällt mir überhaupt nicht. Nein. Kauf damit. Ich darf keine Kloppungskarten kriegen. Plus 5 Mauer, 6 Juwelenabzug. Ach, vergiss es. Nee. So ein Mist mache ich nicht. Wir verlieren alle Kreaturen. Nee. Die lege ich auf die Karte. Die kann ich jetzt nicht gebrauchen. Das sieht jetzt von Anfang an nicht gut für uns aus. Wir kriegen keine neuen Ressourcen rein. Okay, jetzt haben wir ein paar bekommen. Okay, noch ein Stück Toren. Und das war's auch schon. Die letzte Karte muss ich ablegen, da kann ich auch nichts mehr abfangen. Ey, der Typ, der macht uns hier gerade voll fertig. Aber dann hole ich mir einfach Doras. Ja, jetzt habe ich auch einfach so ein Ding gemacht. Was sagt er dazu? Nix. Okay. Ich brauche einfach noch mehr süchtiges Zeug. So, meine Mauer. Ich habe keine Mauer, also kriege ich einfach plus 11 Turm. Und jetzt haut mich gleich wieder runter. Es ist ja unfassbar. Mauer. Machen wir eine Mauer, ey. Der Typ, der kloppt dich kaputt. Der kloppt dich kaputt. Oh mein Gott. Wow, 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 wow. Was machen wir denn nun? Wir könnten einfach das hier nochmal versuchen. Okay. So. Auf dieselbe Magie wie ihn setzen. Okay, er gibt mir ein Vestarium. Das ist sehr, sehr freundlich von ihm. Das kann ich sehr gut brauchen. Klopp! Dann klopp ich ihn jetzt einfach. Oh mein Gott! Nein! Lass ich gewinnen! Klopp ihn! Okay, alles klar. Steinbrüche? Nee, danke. Das lege ich mal ab. Ganz locker. Ganz locker abgelegt hier. Ich ziehe meinen Turm mal ein bisschen weiter mit hoch. Ich versuche jetzt irgendwie mit dem Turm hinterher zu ziehen. Das wird jetzt aber sehr, sehr schwer werden. Okay, einfach die Mauer hochkloppen. So, was macht er jetzt noch? Er kloppt auch meine Mauer wieder wie ein Bekloppter. Wir warten, bis wir genug Magie haben. Und solange ziehen wir unsere Mauer hoch. Oh, jemine, jemine, jemine. Und einfach mit der Mauer hoch. Er macht zurzeit ja nichts selber, also was soll's. Einfach höher. Okay, okay, okay. Ganz ruhig. Oh, yeah. Fast! Wir haben es fast, wir haben es fast. Ich brauche nur eine Karte.
Irgendein Jahr. Plus 2 Turm. Geld, Geld. 1400 Geld.